Weiter geht es mit Kingdoms of Amalur Reckoning. Und wir sind hier auf der Suche nach Dingens hier. Alena. Und die sollen wir aus den Ruinen sonst wo jetzt finden. Muss ich jetzt sehr weit oder muss ich zu Fuß dahin? Oder? Ach, da war ich noch nie. Ja, das ist natürlich schlecht. Dann muss ich das zu Fuß hinlaufen. Dann ist das so. Da müssen wir jetzt halt mal ein bisschen losdüsen. Da sehe ich auch schon irgendwelche Feinde. Aber ich glaube, es ist besser, wenn wir mal hier lang laufen. Ich glaube, da kommen wir besser nach Süden. Hier auch mal diese kleinen, ne? Diese kleinen Schildkröten. Ja, hallo. Hallo. Ah, in Angriffsposition. Oh. Wo kommst du denn her? Wegen ihr habe ich Schildi getötet. Blöde Kuh. Wegen ihr habe ich auch ein Reparaturkit. Sehr schön. Wegen ihr habe ich die Schildkröte getötet. Ne? Oh, das ist voll wie der Krabbelkrebs. Ich habe den Krabbelkrebs und die sind so süß. Und dann kam sie und dann musste ich die... Ich habe den Krabbelkrebs getötet. Voll traurig. Wo laufe ich jetzt hier eigentlich lang? Laufe ich hier richtig? Ich hoffe. Der gelbe Christ kommt jedenfalls immer näher. Das wird schon hinhauen, denke ich. Wir sammeln auch noch einen schwarzen Korsch ein. Okay. Ah. Mit meiner Special Magic Power könnt ihr ja mal gar nichts gegen mich. Ich bin Alexis, der Superheld von Melsenshire. Ja. Irgend so ein cooles Intro. Gab auch früher mal eine Serie davon. Ah, da kommt wieder die Eresel-Musik. Die so schön ist. Oh. Was dürfen wir denn jetzt hier mal Tolles entdecken? Fordert... Schloss? Wo kommt ihr denn her? Na toll. Ja. Auch euch habe ich erlegt. Ich bin nämlich jetzt noch kräftiger und noch stärker. Wie nie zuvor. Und hier sind wir jetzt in Wirki. Oh oh. Oh oh. Hör auf zu fliehen, du! Eiferer. Hör auf! Wo läufst du hin? Ich werde dich schon noch kriegen, du Seppel. Euer Leben gehört mir. Komm mal rein in meinen Kreis hier. Ja. Für was die sich nicht alles immer halten hier, ne? Aber na gut. Die wollen ja auch nie draus lernen, die Guten. Bösen, meine ich. Noch ein bisschen Jolt. Und dann hatte doch der eine oder der andere sicherlich noch was bei sich. Der hier zum Beispiel. Auch nur Gold. Alle nur Gold. Alle nur Goldklauer hier. Gut, dann kümmern wir uns mal, bevor wir da reingehen, um unseren Stufenaufstieg. Und da wir ja das letzte Mal das Problem mit der Schlösserkunde hatten, sollte ich da vielleicht mal was tun. Ja, da tue ich doch mal was für. Und dann haben wir ja hier immer noch so feine, schöne Dinge, die wir aufbessern können.
Zum Beispiel das hier, damit wir mit dem Streuschuss auch noch besser werden. Allerdings mache ich überhaupt schon immer... Ich glaube, ich mache schon so immer Streuschüsse, aber trotzdem. Aber trotzdem. Rauchbombe-Dingens. Aha, aha. Chakrams benutzen wir ja auch gerade. Dann sollten wir die vielleicht auch mal aufbessern, wenn das geht. Wenn es denn dann geht. Das ist wie immer Zepter, ne? Und das ist, glaube ich, hier Chakrams. Deswegen ist da auch so die Stufe so hoch. Aber wir kommen hier auch nicht weiter irgendwie. Ja, was will ich denn mal? Du hast unzählige Arkane Geheimnisse ergründen, benötigst nun deutlich weniger Mana. Naja, Mana brauchen wir immer nicht so viel wie Leben. Ich brauche eigentlich mal was für Leben. Ja. Weiß nicht. Alles nicht so berauschend gerade. Ich will irgendwas mal, was mein Leben erhöht. Aber ich wüsste nicht, was. Ist das das hier? Für ein Fleisch und Knochen deine Wunden zu heilen. Je länger du die Taste gedrückt hast, desto mehr Leben wird wiederhergestellt. Das wäre doch mal was. Da muss ich bestimmt hier mal irgendwo mehr rein investieren, damit ich das mal machen kann, ne? Aber wo rein? Ich investiere einfach mal hier in den einen Punkt, damit... Oder... Nee, das war schon richtig so. Jetzt habe ich alles wieder rückgängig gemacht, ne? Nee, null Punkte. Moment. Muss ich dann hier... Wieso habe ich jetzt eigentlich keinen Punkt mehr zurücksetzen? Wenn ich jetzt hier mache... Nee, da ändert sich dann auch nichts. Damit ich hier oben mal reinkomme. Flammende Explosionen, warum nicht? Ja, wir nehmen alles mit und wir sind immer noch der Waldläufer, na klar. So, passt, fertig. Anela, wo bist du? Du wirst gesucht. Du wirst gebraucht. Und du hast es gut gemeint mit den Flüchtlingen. Aber nun... Bist du gefangen genommen worden und ich muss dich hier wieder rausholen, also zeig dich. Sterb, Tuatha! Wieso sind die alle schon tot? Streuschuss! Attacke! Voll gut! So. Ich danke euch für die Hilfe, doch meine Arbeit hier ist nicht getan. Wenn ihr nicht noch tiefer nach Wirki hineingeht, verabschiede ich mich. Euer Vater schickt mich. Ach, das ist Anela. Hier checke ich ja jetzt erst, weil mein Mikrofon ist immer manchmal so ein bisschen im Blickfeld und habe ich nicht gesehen, dass das die Anela ist. Anela, Mensch, dein Vater schickt mich. Ich gehe nicht zurück, bis die Arbeit getan ist. Ihr müsst einfach helfen. Sie kommen durch die Wassertore tief unter uns. Sie müssen sie gefunden haben. So kamen sie rein. Es ist die Synchronstimme von Penny, der Freundin von Dingensbummens aus der Serie Lost. Ja, die habe ich jetzt erkannt. Aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Woher wisst ihr das? Jedes Mal, wenn wir vorbeigehen, sehen wir die Tuatha herauskriechen. Was die Tore angeht, ich erinnere mich aus meiner Kindheit an sie, bevor die Tuatha kam. Desmond. Sein Name war Desmond. Ich komme mit euch. Natürlich. Unerwartet doch, ich danke euch. Mit euch können wir vielleicht Erfolg haben. Gehen ja, wir. Sonst verreckst du ja hier und dann ist Papa unglücklich. Wo sind die Tore? Ganz unten, gewiss. Sie wurden dazu verwendet, Boote hineinzulassen. Wir werden unterwegs sicher noch mehr Tuatha finden. Ja, das denke ich, denk ich doch auch. Hier liegen welche, die sie, nehme ich mal an, schon erlegt hat. Deswegen waren die hier schon. Wer kommt hier? Ich will deine Schnecke. Und stirb doch endlich. Was dauert das denn immer so lange? Tore geschlossen, Tore schließen. Sie kommt ja schon hinter mir her. Das ist sehr gut. Uns geht's auch gut. Hier mit vereinten Kräften. Ich habe nie einen sterblichen Gefährten.
Ja. Es läuft auch ganz gut mit uns beiden hier. Supi. Was ist denn da hinten noch Schönes? In der Truhe Seiden und lang. Inventar ist natürlich mal wieder voll. Aber ich habe schon ein bisschen aussortiert. Und deswegen werde ich jetzt mal hier was kaputt machen. So. Das habe ich jetzt alles. Gucke ich mir wie immer später mal an und verschwende jetzt hier nicht so viel Zeit damit, immer mir das alles anzugucken, weil man will ja auch noch mehr von ihm wissen, wie es weitergeht. Ja! Ich habe noch nicht einen Lass mich mal. Hier endet es, Staubling. Ja, immer krieg ich alles ab. Endlich. Geht mir total auf die Nerven hier. Ihr kämpft recht ordentlich. Ja. Gehen wir weiter. Was glaubst du, was ich schon gekämpft habe? Ich habe auch schon gegen den Balor gekämpft und du hast ja gar keine Ahnung, Anela, hier mit deinen kleinen Tuata-Idioten. Das ist toll, er kriegt jetzt auch schon immer was ab. Wunderbar, wunderbar. Sterbt! Ja. 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 Wuhu. Los geht's. Tore öffnen, Tore öffnen, Tore, 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 Tore. Da ist der Hebel für das Tor. Zieht ihn. Mach ich. Ach, ich soll die Tore ja schließen und nicht öffnen, genau. Okay. Jetzt habe ich eins geschlossen, da kann ich auch nichts mehr machen. Wie sieht's aus hier unten? Kann man da schon was sehen? Aha. Ach, das sieht ja immer so toll aus. Ich kann mir aber immer gar keine Zeit lassen, damit man auch ein bisschen weiterkommt und von allem wenigstens etwas sieht. Naja, gut, gehen wir mal in die Ecke hier und dann nochmal zurück. Sollte das ja hier geschafft sein. Das zweite Tor geschlossen. Hoffentlich passiert nichts Schlimmes. Aber ich denke, es wird schon alles gut gehen. Da kommt sie auch schon von der anderen Ecke. Ich bin ein bisschen schneller als sie. So, hier oben. Die kommen schon. Naja, ja. Immer noch leben. Ah, Dietriche. Hey, nachdem ich sie ja beim letzten Mal jetzt alle verbraucht habe, da kommen auch schon wieder neue. Aber die kann man natürlich auch bei den Händlern kaufen. So ist nicht. In die Truhe gucke ich auch noch mal rein, wenn ich schon mal hier bin, ne? Haben wir ja nicht schon Schlangengift. Haben wir Schlangengift schon mal? Ach, egal. Wer braucht schon Schlangengift? So, und da kommt jetzt wahrscheinlich die nächste Gegnerin.
Hilf mal mit hier. Alena. Oder wie du auch nochmal heißt. Jetzt machen wir mal den letzten. Der Hebel für das ja, Tor. Der letzte. Sieht ihn. So, hab alle. Hier können sie nicht mehr hinein. Gehen wir. Gut, ne? Wir haben die Tuata gestoppt. Es ist vollbracht. Kehrt mit mir zurück. Mein Vater wird sich gewiss bedanken wollen. Alles klar. Sag mal was über dich. Anela, nicht Alena. Was hat mein Vater über mich erzählt? Ich kann auf mich selbst aufpassen. Obschon ich dennoch dankbar für eure Hilfe bin. Ja, bist ja auch doch schon ein bisschen älter, ne? Und du hast dieselbe Rüstung an, die ich auch mal anhatte. Vielleicht habe ich die ja mal verkauft und dann hast du sie gekauft. Ich hätte Nachricht senden sollen. Doch ich wollte ihm gute Kunde aus Kulln schicken. Ihm sagen, dass die Lage sich verbessert hat. Das hat sie aber nie. Und es ist meine Schuld, dass die Flüchtlinge verloren sind. Nee, alles gut. Außerdem passiert jetzt sowieso nicht mehr so viel, weil ich habe ja die ganze Stadt gerettet und so. Das kriegen wir schon gebacken, du. Alles wieder in Ordnung. Wir laufen jetzt erstmal wieder zurück und mit mir bist du ja auch sicher. Und dann wird der sich doch ganz doll freuen, dass du wieder heil zurück bist und das dank mir. So, wir machen das aber mal ein bisschen schneller hier mit Schnellreise. Zack. Da gehen wir mal hier schnell zurück und dann können wir auch noch gleich den nächsten Part, Quest anfangen. So. Ne? Aber erstmal freut er sich jetzt. Nicht genug Platz. Ich werde nie vergessen, was ihr für mich getan habt. Und für Anela. Kein Dank würde je ausreichen. Doch bitte nehmt diese bescheidene Belohnung. Okay. Kein Vogel, der in einen Käfig gesperrt werden kann, fürchte ich. Ich hoffe, ihre Zeit an der Tyvilli-Küste hat sie die Realität dieser Welt erkennen lassen. Das hoffe ich auch. Ich freue mich für euch, dass alles wieder in Ordnung ist. Ich werde jetzt mal hier was von meinem Plunder loswerden. Und sind die Handschuhe nicht besser als das? Ich habe schon wieder so viel gemacht gehabt. Ich habe hier auch die Seidenernte-Handschuhe an. Die sind natürlich gut 24, aber da steckt auch eine Menge drinne. Ja. Warte mal. Ja. Die sind natürlich auch nicht schlecht eigentlich, ne? Aber... Gibt's hier nicht mal einen Verkäufer? Warte mal, dann packe ich mal... Muss ich mal eben das hier mit euch zusammen durchschauen. Auch dann schaffe ich aber kein Quest mehr. Oh Mann, oh. Dann überlegen wir mal lieber zusammen, was wir als nächstes für ein Quest machen. Wir könnten zum Beispiel die Maid auch mal wieder angehen. Aber wir haben noch ein paar andere Sachen. Und deswegen, weil wir noch so viel hier haben, würde ich doch mal sagen, hier. Ich habe mich bereit erklärt, die drei Feinstäbe Rivena, Tarsus, Dämmerfrost und Enders Feuer zu finden und neu zu schmieden. Die Teile wurden gestohlen und zu anderen Waffen geschmiedet. Ich muss die Diebe aufspüren, ihre Stäbe an mich nehmen und die ursprünglichen Waffen wiederherstellen. Ja, anscheinend habe ich mich dazu bereit erklärt. Dann sollten wir das vielleicht auch nochmal tun. Aber erstmal muss ich tatsächlich hier... Ich gehe mal um Plunder und ich hole die mal wieder aus dem Plunder raus. Nein, rausholen aus... So. Und die anderen Sachen, die verkaufe ich. Aber erst, wenn ich weiß, was ich hier eigentlich noch habe. Habe ich hier einen besseren Bogen jetzt? Ach, da gehe ich mal in die sekundären. Dann habe ich nämlich beide im Blick. Der ist ja auch gar nicht schlecht, du. Ne? Eigentlich ist der prinzipiell, ich kann mich schon wieder nicht entscheiden. Ich nehme lieber immer Sachen, wo ich mich gleich entscheiden kann. Bei der Rüstung sieht man das oft ein bisschen schneller. Der ist auf, das ist fein, ne? Das kann weg hier. Und 4 und 3 Zauberkraft werden wir auch nicht so schnell haben. Die Handschuhe habe ich gerade erst wieder zurückgetun. Wie sieht's aus mit den Schuhen? Ja, da ist halt Verteidigung 5, die muss ich auch nochmal entscheiden. Und hier unser Schild, 94 gegen 66, aber bei dem anderen ist natürlich ein bisschen Zauberschnickschnack drinne. Dann ist doch aber schon wieder was zusammengekommen, was man verscherbeln könnte. Kann ich das denn mal verscherbeln? Kann ich das hier... Da, so, hier. Kann ich das da drinnen verscherbeln? Kann ich? Ist hier jemand? Du zum Beispiel? Was kann ich für euch tun? Jawohl. Verscherbelt. So. Einen schönen Tschüss. Tag noch. Und dann kann ich jetzt auch mal gucken, was wir eigentlich an Belohnung bekommen haben, wenn unser Sack noch draußen steht. Ich bin ja jetzt ins Haus gegangen.
Wo bin ich jetzt hergekommen? Oh nein. Nein. Ist es hier noch? War das nicht hier? Ist es jetzt weg? Nein. Unsere Beute ist weg. Oder? 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 Habe ich das jetzt? Habe ich das? Bitte. Oder? Ich habe es jetzt verloren, oder? Ich bin doch gar nicht über die Treppe gegangen. Ich bin doch nur so ein Stück runter. Ich kann doch von hier... Kann ich nicht... Nee. Ich muss ja nur den Typen wiederfinden. Wenn der da stehen noch würde, dann... Oh nein. Oh, das war jetzt doof. Oh Mann, oh. Ich habe mir nicht gemerkt, wo ich genau stand. Scheiße. Oh, das ist so hohl schon wieder von mir. Oh, das ist so dumm. Ich habe meine Belohnung nicht. Dafür habe ich das doch nur verkauft, damit ich den Scheiß hier einsammeln kann. Mann! Wo ist der Sack? Wer hat ihn... Haltet Frieden in Tyrians Fast. Wer hat ihn sich genommen? Den bring ich um. Scheiße. Ja, ich habe hier nur so eine blöde Truhe und so, aber ich sehe hier eine... Möge die Göttin mit den euch würde man sein. Doch irgendwo leuchten sehen. Den scheiß Beutelsack. Oder hatte ich den eingesammelt? Ich hatte das doch noch nicht... Ich hatte den doch noch nicht eingesammelt. Oder hatte ich? Hatte ich die Belohnung eingesammelt? Ach, ist ja auch scheißegal, ganz ehrlich. Wo geht's denn als nächstes hin? Hier, nach Emer. Sollen wir? Seid erneut gegrüßt. Ach, er. Ja, Edwin. Du blutest ja immer noch. Wird das eigentlich nochmal irgendwie gut mit dir? Wir beide sollten Partner werden. Natürlich nur, wenn ich die Nacht überlebe. Irgendwann stehe ich in der Nacht auf und trage meine eigene Leiche raus. Ja. Tschüss, auf Edwin. Bald. Es tut mir auch sehr leid für dich. Dann gehen wir mal hier rein ins Haus, damit wir nochmal irgendwie... Was sollte ich jetzt eher einsammeln hier ganz heimlich? Heimlich, kann man wohl sagen. Gut, dass er schläft. Ich habe einen göttlichen Reißzahn bekommen. Er hat nichts mitbekommen. Das ist ja wunderbar. Ist ja gut, dass eigentlich gerade Nacht ist, ne? Kann man so sagen. So. Du hast nichts bemerkt. Das ist schön. Kriege ich dann auch gleich noch das zweite Ding, was ich sammeln soll? Oder ist das zu weit weg? Das ist irgendwo da in der Walachei, alles klar. Ich glaube nicht, dass ich das noch schaffe. Doch, ich bin ganz nah dran sogar. Irgendwo hier. Damals waren die ganz schön schwer. Verwüstete Chakrams. Und heute geht's eigentlich. Kann man so sagen. Vom Schwierigkeitsgrad. Muss ich hier runter? Ist das richtig, wenn ich jetzt hier runtergehe? Karte. Soll hier um die Ecke eigentlich sein, ne? Aber die gelben Punkte sind so weit weg. Ich gehe mal runter. Hui! Ist ja gar nicht weit nach oben gesprungen. Das mache ich in Wirklichkeit auch immer so. Ja, das ist hier unten. Okay. Hier ist irgendein Lager. Hier sind irgendwelche Feinde. Ach, guck mal, hier ist er. Butter. Du bist übrigens von Feinden umgeben. Falls du es noch nicht gemerkt hast. Ihr steht mir im Weg, Fremde. Ich ersuche euch, zur Seite zu treten, bevor ich euch die Klippen hinabschleudere. Ich möchte euren Stab. Das ist lächerlich. Ich kenne euch nicht. Ich traue euch nicht. Und ich mag euer Aussehen nicht. Ich bringe sie zurück. Warum seid ihr so zornig? Ich werde von Visionen dessen heimgesucht, was euresgleichen die Zukunft nennt. Einer Prophezeiung jenseits der Gegenwart. Das alles geschieht nur wegen dieser neuen Göttin. Sie verdunkelt meine Gedanken, verwirrt mich. Du Arme, ich bringe sie zurück.
Sterbliche mögen Täuschungen, doch ich nehme sie nicht hin. Dies ist meine Zeit. So sagt es mir das Flüstern. Na gut, hast gewonnen. Ich will immer noch euren Stab. Wie oft muss ich euch noch sagen, dass ihr verschwinden sollt? Glaubt mir, ihr wollt meinen Zorn nicht zu spüren bekommen, Sterbliche. Ich fürchte, wir müssen uns um Purta ein anderes Mal kümmern. Ich dachte erst, es wäre der Typ aus dem Gefängnis, aber es ist natürlich eine Frau und sie heißt Purta. Seid gegrüßt. Und irgendwie werde ich schon noch den Stab von dir bekommen, du Feige. Ja. Na gut, jetzt stehe ich hier in der Prärie. Wir sehen uns im nächsten Part von Kingdoms of Amalur. Bis dann.